Matti Shmuelov hat Israel wegen der politischen Situation dort verlassen. Seit 2013 lebt er in Berlin. Der Schriftsteller ist begeistert von der deutschen Hauptstadt. Ich bin nach Berlin gekommen. Das war so wunderbar. Stadt für mich, dass der arabischen und jüdische Liebe in der Middle Eastern Exile Community und der deutsche und israelische Liebe und auch Berlin sozusagen eine kosmopolitische Großstadt. In seinem Gedichtband Bagdad, Haifa, Berlin geht es auch um Matti Shmuelovs Herkunft. Als Sohn irakischer Eltern möchte er auf Juden aus arabischen Ländern aufmerksam machen. Wir können nicht nur vorstellen, ob er weiße, europäische, westliche Jude. Wir müssen denken über ostliche Jude, dunkle Jude, arabische Jude. Jude, die hat geschrieben, der Babylon Talmud. Matti sieht sich als Brückenbauer. Die orientalischen Juden würden in Israel, aber auch in anderen Ländern kaum wahrgenommen. Matti engagiert sich in Berlin dafür, sie als wichtige Vermittler zwischen jüdischen und arabischen Kulturen zu sehen. Die Gemeinschaft am Frenkelufer ist sein Platz. Denn sie integriert auch seine Traditionen. Zum Beispiel heute mit der Mimuna, einem orientalisch-jüdischen Fest. Hallo und herzlich willkommen zu Mimuna am Frenkelufer.